merkwürdige Tage, diese Tage, diese Urlaubstage, liebe Freunde, hier oben ging jeden Tag Regen angesagt und jeden Tag scheint die Sonne. Also wir genießen den Urlaub hier oben an der Ostsee sehr und dann fällt uns ein, dass wir hier gar keinen Urlaub machen, sondern hier wohnen. Wie schön. Zum Wahlkampf hat in diesen Tagen keine der Parteien so richtig Lust. Obwohl die entscheidende und der wichtigste Wahlkampf seit 16 Jahren ins Haus steht, nach 16 Jahren Merkel, und nichts Geringeres als ein Systemwechsel ansteht, wenn man sich so die Verlautbarung der Grünen und der Linken und so weiter anhört, die das Land radikal verändern wollen, diesmal unter dem Motto des Klimaschutzes. Dabei müsste doch erstmal geklärt werden, ob das Klima auf den Menschen, auf uns Menschen hört überhaupt oder nicht viel eher auf die Sonne und anderen Faktoren. In den vergangenen Tausenden von Jahren hat es das nicht getan. Das ist einfach wärmer und kälter geworden, wie es ihm gepasst hat, das Klima. Und zweitens, ob es auf uns Deutsche hört, die gerade mal 2% dieses angeblichen Teufelzeug CO2 emittieren. In den vergangenen Zeiten haben ja die linken Ideologen mobilisiert mit der Hoffnung auf soziale Gerechtigkeit. In diesen Tagen tun sie es mit dem Treibstoff Panik. I want you to panic, rief die einst 14-jährige Greta. Und scheinbar alle gehorchen ihr, die Jungen, meistens aus begüterten Verhältnissen, mit viel freier Zeit. I want you to panic. Also wenn Greta sagt, man, how dare you, ihr habt meine Zukunft zerstört, Wut verzerrt, dann muss ich immer an die 14-jährigen Kids denken, Minenarbeiter in Peru, oben in 4000 Meter Höhe, mit nichts als T-Shirts auf dem Leib und nichts als einem Poster von Boca Junior, dem Boca Juniors Fußballclub an der Lehmwand ihrer Hütte. Und ja, und diese Göre schreit, ihr habt meine Zukunft zerstört. Also ihr Vorstand meist aus begüterten Verhältnissen. Luisa Neubauer ist, die schon ein bisschen älter ist, ein Industriellenkind und so weiter. Ja, und die Grünen, und die bilden die Nachschubbasis für die Grünen und die nutzen ihre Kindersoldaten gerne. Sie haben jetzt ein Netzfeuerwerk gegründet, so wie Mao seine Rotarmisten und der andere, der Unaussprechliche, seine eigene Jugend. Menschenverachtende und populistische Positionen, heißt es da, lassen wir nicht unkommentiert stehen. Also es ist so eine Art Fahneneid für diese Netzfeuerwehr. Unsere Gesellschaft ist demokratisch und die grüne Netzfeuerwehr diskutieren und liken wir gegen die Kommentarlawinen von rechts, gegen Kommentare und Beiträge, bei denen das möglich ist. Bin mal gespannt, was für Kommentare bei mir jetzt erscheinen. Auf jeden Fall. Ja, und dann, dazu brauchen wir dich. We need you. Ja, sagt Uncle Sam auf den Rekrutierungsplakaten der US Army. We need you. Denn wir wollen noch mehr werden. Und was eine menschenverachtende populistische Position ist, entscheiden natürlich die Grünen und die angeschlossenen Gemeinden wie die Antifa, die mit den Steinen bewaffnete Antifa und die mit den Regenbogenbannern bewaffnete LGBTQ-Community. Mich erinnert das alles an diese Sekte der Manson Family, die ich jetzt in einem Film von Tarantino wieder gesehen habe. Diese jungen Kids, eingeschworen auf ihren Lieder und die genau wissen, was die Wahrheit ist und was nicht und die zu allem bereit sind. Ich habe die zufällig fotografiert, fällt mir gerade ein, 2005 auf dem Hollywood Boulevard in der Nähe vom Farmers Market und habe das jetzt wieder gesehen und ach, das ist jetzt eine Abschweifung. Also auf jeden Fall, ja, we need you und was eine menschenverachtende ja, Position ist, bestimmen die und bestimmen die grünen Krankenschwestern der Zeit und des Spiegel und des Stern und all der Medien, die noch vor 4 Wochen Annalena Baerbock als Erlöserin gefeiert haben. Zeilen, Titelzeilen hießen endlich anders und eine Frau für alle Fälle. Und nach Interviews mit ihr wurde applaudiert von den Journalisten, die sie gerade interviewt hat. Ja, das ist unsere Branche, ja, ein Haufen von Groupies, ja,
Wir sind wirklich eine Fan, eine sowas wie Bravo geworden, ja, ein Fernsehen der Grünen. Tja, und dann hat die Dame, die sehr rücksichtslos auf dem Frauenticket an Robert Habeck vorbeigerauscht ist, in der Frage der Kanzlerkandidatur, und ihn, den Akademiker, dann verspottet hat als einen vom Bauernhof, während sie vom Völkerrecht komme. Ja, dann hat die Dame sich selber zerlegt, weil sie ja vom Völkerrecht kommt und nicht vom Urheberrecht. Also, ihr akademischer Lorbeer erstunken und erlogen, ihre Nebeneinkünfte nicht versteuert und jetzt ein Buch, wo selbst die Gefühle abgeschrieben waren. Und die Kritiker sind natürlich üble rechte Kampagnenjournalisten. Ich weiß nicht, wer heute den Presseclub gesehen hat, da wurde allen Ernstes diskutiert, ob Baerbock Opfer einer Schlammschlacht ist. Die Redakteurin vom Spiegel bejahte das unbedingt und sie meinte zu den Buchplagiaten, das Buch sei ebenso entstanden wie vieles bei den Grünen, wo jeder, der eine Idee hat, was beiträgt, worauf Klaus Strunz von der Bild, der Einzige, der noch seine Tassen im Schrank hat, einwarf, da könne einem ja ganz zu bange werden vor einer grünen Regierung, wo jeder, der eine Idee hat, was beisteuert. Und die Spiegeldame giftete dann, sie drehen mir das Wort im Munde herum, dabei hat er sie nur zitiert. Um eins klar zu machen, Leute, die Grünen und ihr Klüngel, ihr Anhang, auch der in der Presse, die sind trotz allen Gesäuses eine linkstotalitäre Partei und sie begeistern alle, die ähnliche Anwandlungen haben, wie eben diese Spiegelredakteuren. Diese Grünen wollen das Kanzleramt, sie wollen die Macht und wenn sie es haben, wollen sie es nicht mehr aus der Hand geben. Ein Beweis? Gerne. In allen bisherigen grünen Wahlprogrammen war das Prinzip der direkten Demokratie eingeschrieben. Volksabstimmungen galten als wichtiger Hebel. Der Pass fehlt völlig in diesem Wahlprogramm. Und die Grünen haben viel vor. Sie wollen dieses Land weiter mit Migranten fluten, wollen die Benzinpreise, denn Autofahren ist schädlich, bis zum Anschlag und darüber hinaus erhöhen, wollen die Autoindustrie kaputt machen und Fleisch essen ist schädlich und sowieso verwerflich, wollen uns alles zu Vegetariern erziehen. Wie Katrin Göring mit dem Zusatz Eckert sagte, dieses Land wird sich radikal verändern. Und ich freue mich darauf. Und wir haben gerade erlebt, wie sich dieses Land verändert. Schauen Sie mal hin. In 20, in 30 Jahren aussieht. Es wird jünger werden. Ja, wie großartig ist das denn? Wie lange haben wir über die Demografie gesprochen? Es wird bunter werden. Ja, wie wunderbar ist das? Das haben wir uns immer gewünscht. Wahrscheinlich wird es auch religiöser werden. Na klar, unser Land wird sich ändern und zwar drastisch. Und ich sage euch eins, ich freue mich drauf. Vereint hinter Annalenchen der Ahnungslosen, die gerne mal Kobold mit Kobolden verwechselt und das Stromnetz für einen Speicher hält und nicht die CO2-Emissionen drosseln will, sondern den Verbrauch dieses kostbaren Gases. Vereint hinter hier steht also dieses jugendliche Heer der sogenannten NetzfeuerwerkerInnen, also diese fanatisierten Sektenanhängerinnen, die ich vorhin kurz im Bild hatte. Da hat also zum Beispiel eine gewisse Waldfee herausgefunden, dass die Kritik an Lenchen, jetzt Zitat, diese Schmutzkampagne der alten Männer ist, die ihren Job um jeden Preis behalten wollen. Also, liebe Waldfee, ich will meinen Job auf keinen Fall behalten. Und ich war eigentlich sehr froh, als er dann beendet war, weil jetzt blühe ich auf, wie ich finde. Und ich habe das Glück, einen Job zu haben, der auch mein Hobby ist, nämlich das Schreiben. Und warum? Jetzt Zitat weiter. Weil sie wissen, dass sie außer Marionette der Lobbyisten nichts können. Und das steht für eine aktuelle, gekaufte Politik, die für die Industrie und gegen die BürgerInnen ist. Also ich muss so wenn das jetzt eine gekaufte Politik ist, ich habe noch kein Geld gekriegt. Leute, da läuft irgendwas falsch in der gekauften Politik. Ich möchte bitte, dass mir zuständige Geld endlich überwiesen haben. Also dieser Satz von der sogenannten Waldfee ist auf so vielen Ebenen falsch, dass ich erst gar nicht beginnen möchte, ihn zu zerlegen. Aber nur so viele Mädchen unter uns, ohne die Industrie, was immer du dir da runter vorstellst, klingt auf jeden Fall schmutzig, ich weiß. Ohne Industrie würde dein Papa nicht das Geld verdienen, das es dir ermöglicht, auf deinem neuen Handy diesen halbgaren Mist zu twittern. Also Leute, geht zur Wahl und wählt alles, nur nicht die Grünen
und ihre Sektenanhänger. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.